Chili con Carne. Schmeckt lecker und ist eines der beliebtesten Gerichte der Tex-Mex-Küche. Wie entsteht es in Deutschland? Links vom Großhersteller, rechts aus einer kleinen Manufaktur. Gut 10 Euro kostet das Kilo aus der Industrie. Das von der Manufaktur fast das Dreifache. Aber was macht den großen Preisunterschied aus? Ist das Schnellgericht aus der Masse wirklich so anders als das vom kleinen Hersteller? Die Manufaktur La Table in Baden-Baden produziert über 100 verschiedene Fertiggerichte. Für das Chili con Carne erwartet Geschäftsführer Ben Hiller eine Lieferung frisches Rindfleisch. Das bringt Metzger Rainer Krug aus dem Nachbarort. Rund 250 Kilogramm Fleisch braucht Koch Horst Schickinger für seine Fertiggerichte pro Woche. Um ihr Chili con Carne möglichst authentisch mexikanisch zuzubereiten, liefert der Metzger ein ganz bestimmtes Fleisch. Wir verwenden generell bei uns in der Firma nur weibliche Tiere, sprich die Ferse. Das hat die bessere Qualität, wie jetzt zum Beispiel ein Jungbullen. Das ist von der Struktur her, es ist marmoriert, es ist zart. Nur Fleisch von weiblichen Tieren darf ins Chili. Erstaunlich auch, es wird nicht als Hackfleisch geliefert. Bei uns kommt ins Chili con Carne kein Hackfleisch. Wir möchten schöne Fleischwürfelchen auf dem Löffel haben. Und das ist auch kein Hackfleisch nötig. Ich denke, nicht jeder nimmt Hackfleisch in Mexiko. Ne? Da nimmt man einfach das, was man übrig hat. Ne? Chili con Carne war ursprünglich ein Arme-Leute-Essen. Mit vielen Bohnen und wenig Fleisch von verschiedenen Tieren, wie Schwein oder Kaninchen. Und wie macht es der große Hersteller? Der Marktführer für Feinkost, die Firma Dittmann in Taunusstein, hat über 400 verschiedene Produkte im Sortiment. In der Fabrik gehen über 40.000 Gläser pro Tag vom Band. Ihr Chili con Carne entsteht jedoch nicht in dieser Halle, sondern in einer Sonderküche. Erstaunlich, auch beim Großproduzenten wird noch einiges mit der Hand gekocht. Am Herd stehen gleich zwei Chefköche. Das Chili kochen sie hier nach Hausmannsart, wie bei Oma. Wöchentliche Frischfleischanlieferungen gibt es hier nicht. Die Zutaten für das Chili con Carne kommen direkt aus dem hauseigenen Lager. Sogar das Fleisch. Koch Christian Koss verwendet für sein Chili klassisches Rinderhackfleisch. Besonderheit, es ist schon vorgekocht und paniert. Aber warum? Wir hatten immer das Problem, wenn wir ein frisches Hackfleisch genommen haben und haben das angebraten, dann kommt das in die Gläser rein und dann habe ich zum Schluss oben nach dem Kochen habe ich so einen roten Fettrand drin, der nicht schön aussieht im Regal. Und deswegen sind wir auf dieses Produkt gekommen. Durch das Vorkochen wird der Fettgehalt reduziert. Das Paniermehl bewirkt, dass sich das Fleisch leichter portionieren lässt. Außerdem bilden sich beim Kochen später keine Klumpen. Bevor das Fleisch in die Pfanne darf, kocht der Großproduzent erstmal seine Soße fürs Chili. Dafür brät er Zwiebeln und Knoblauch in Rapsöl an. Das Ganze löscht er mit fertiger Tomatensoße ab. In dieser steckt auch schon die Brühe mit drin. Danach nur 10 Minuten aufkochen und schon ist die Soße fertig. Denn in der Großküche muss es schnell gehen. Etwas anders läuft es in der Manufaktur. Hier mischt Koch Horst Schickinger erst einmal die Grundlage für die Tomatensoße zusammen. Und da steckt neben dem Öl etwas Ungewöhnliches mit drin. Honig. Wir wollen keinen Zucker in unseren Gerichten mit einem guten Nutri-Score haben. Und haben dann gesagt, der Honig ist gesünder und tut den gleichen Zweck. Ne? Die Manufaktur will möglichst nah am Tex-Mex-Original bleiben, trotzdem eigene Rezepte entwickeln. Wir setzen uns praktisch immer zuerst hin, überlegen, wie macht man es traditionell, ganz normal, und wie können wir aber unsere Note auch reinbekommen. Erst nach dem Karamellisieren des Honigs dürfen die Zwiebeln in den Topf. Getrennt vom Knoblauch.
Für die Tomate möchte ich die nicht dunkel haben, ne? Weil ich möchte keine braunen Stücke in einer roten Soße haben. Ne? Da reicht es, wenn sie nachher schön geschmolzen sind, süß riechen und weich sind. Ne? Anders als beim Großhersteller, wo alles schnell gehen muss, kocht in der kleinen Manufaktur die Tomatensoße über eine Stunde im Kessel. Parallel dazu bereitet die Manufaktur in einer Extrapfanne das Rindfleisch zu. Da die Rindfleischstücke viel größer als Hackfleisch sind, haben sie auch später im Glas einen festeren Biss. Koch Horst Schickinger hat über 45 Jahre in Restaurants und auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet. Mit den Luxuseintöpfen hat er eine neue Heimat gefunden. Ich habe mich ausgetobt und ich tobe mich jetzt einfach hier für die Gläser aus. Es ist schon entspannter, aber das Ziel ist ja auch, ich möchte ja im Glas mindestens genauso gut kochen wie der Kollege draußen am Herd. Ne? Zurück zum Marktführer für Fertiggerichte. Hier fehlt noch das Fleisch. Das kommt jetzt direkt in die Soße. Da das Hackfleisch schon vorgekocht ist, muss es nur noch einige Minuten aufkochen. Bis jetzt stecken Tomaten, Brühe, Zwiebeln, Knoblauch und Hackfleisch in der Soße. Dazu kommen jetzt noch die Gewürze. Eine Mischung aus Paprika, Chili, Kumin, Oregano und Thymian. Damit es in der Großküche immer gleich schmeckt und nach Hausmannskost, ist alles genau nach Norm. Die wird auch standardisiert hergestellt. Kommt dann noch Pfeffer, den wir hier vor Ort dazu machen, damit wir auch immer eine gleichbleibende Qualität haben und wissen, was da drin ist. Zurück zur Manufaktur. Auch hier dürfen jetzt die Gewürze rein. Viel Chili, damit es typisch mexikanisch schmeckt. Außerdem ausreichend Paprika und Kumin sowie Oregano. Besonderheit ist der gerebelte Koriander und gutes Olivenöl. Das ist Olivenöl und Oliven selber werden rarer werden, weil die Bäume krank sind. Das ist jetzt schon der teuerste Artikel in unserem Chili, also der Literpreis oder sagen wir der Kilopreis ist weit über dem Fleischpreis, ne? Weit über den Gewürzpreisen, auch über dem Paprika. Paprika ist inzwischen auch sehr teuer. Ne? 15 Euro für den Liter Olivenöl, das kommt jetzt direkt in die Tomatensoße. Und auch die Gewürze dürfen ins Fleisch. Wir tun das in der Hitze rein, das riecht man jetzt in der Halle. Ne? Das kann man in der ganzen Halle riechen. Es gibt heute Chili con Carne. Ne? Zurück zum Massenhersteller. Nach dem kurzen Köcheln der Soße bekommt das Chili jetzt eine Zutat, die man nicht gleich erkennt. Eine Mischung aus Maisstärke und Johannisbrotkornmehl. Das ist jetzt die Bindung, die bewirkt zum einen, wenn das Produkt ein bisschen dicker ist, dann hat man ein besseres Mundgefühl davon. Und zum anderen bewirkt das auch, dass die Teile, die drin sind, dass sie besser in der Schwebe bleiben. Es liegt schöner auf dem Teller und keiner will irgendwie so ein dünnes Gericht haben. Das kennt auch die Hausfrau von daheim, die normales Mehl nimmt. Die Soße wird damit sämiger und der Chili-Eintopf soll sich später im Mund voller anfühlen. Jetzt dürfen auch der Mais und die Bohnen dazu. Das Chili bekommt langsam sein finales Aussehen. Der einzige Zucker im Produkt steckt hier übrigens im Mais. Zurück in die kleine Manufaktur. Hier ist man an dieser Stelle erstmal mit Putzen beschäftigt. Denn das Fleisch ist zwar nach 20 Minuten fertig gebraten, das Gemüse wie Mais, Bohnen und Knoblauch muss aber wieder in einen Extratopf. Wenn wir das nicht putzen, dann verbrennen uns die Gewürzreste, die Ölreste und so weiter. Ne? Und dann ist das Produkt kaputt. Ne? Dann müssen wir von vorne anfangen. Das Gemüse soll beim Kochen einen ganz eigenen Geschmack entwickeln. Gerade der Knoblauch soll sein eigenes Röstaroma bilden. Erst nach dem extra Anbraten kann der Koch alle Zutaten miteinander verheiraten. Erst das Fleisch und ganz zum Schluss kommt die Tomatensoße dazu.
Sieht gut aus. Und schmeckt es auch? Chef? Ich glaube tatsächlich ziemlich auf den Punkt. Ich würde am Salz wahrscheinlich nichts mehr ändern. Ein Hauch. Das ist jetzt wieder ein Hauch bei der Menge, ne? So. Der Chefkoch hat das letzte Wort, auch beim Salz. Zurück zum Massenhersteller. Auch hier ist jetzt ein Urteil gefragt. Und zwar von Produktionsleiter Helge Lierhammer. Erst mit seinem Go darf das Chili con Carne ins Glas. Hier in der Küche testen wir den Geschmack und die Temperatur. Eine gewisse Schärfe, nicht zu salzig, nicht zu scharf, nicht zu sauer. Unser Ziel ist, einen Standard herzustellen, dass der Kunde heute ein Glas kauft, das ähnlich schmeckt wie nächste Woche oder in 2 Jahren. Komm mal abfüllen. Go fürs Chili con Carne. In der Großproduktion geschieht das eimerweise. 70 Liter können Sie für die erste Charge des Tages abfüllen. Genug Chili für 200 Personen. In der Abfüllabteilung hilft eine Maschine. Ungewöhnlich ist das Glasdesign, für das sich der große Hersteller entschieden hat. Ein klassisches Wegglas. Das Wegglas kann man wiederverwenden. Und es ist letztendlich ein bisschen handwerklich, wirkt das Ganze. Und das war unser Ziel. Das Design ist genauso wichtig wie der Inhalt. Bei 65 Grad eingefüllt bildet sich beim Abkühlen auch das notwendige Vakuum. So sind die Gläser 8 Monate ungekühlt haltbar. Zurück zum kleinen Hersteller. Auch hier darf das Chili con Carne jetzt ins Glas. Hier alles noch mühsam per Hand. Bei großen Bestellungen stehen Ben und seine Mitarbeiter schon mal bis nachts da. Das gleiche beim Verschließen. Alles noch per Hand. Es gibt theoretisch schon Maschinen, die Deckel dann direkt draufsetzen. Aber da müssen wir ein bisschen mehr dafür produzieren. Und ich glaube, das ist für uns auch noch mal so ein letztes Finish. Ne? Den Deckel jetzt auf das Glas zu setzen, noch mal Auge drauf richten, ist alles perfekt. Und jetzt noch der Automat, der für den Plopp beim Öffnen sorgt. Der Vakuumierer. Das 20.000 Euro teure Gerät zieht den Sauerstoff aus dem Glas und lässt das Vakuum entstehen. Das sorgt für die Haltbarkeit. Hier sogar 12 Monate. Wir sind ungekühlt haltbar für einen sehr, sehr langen Zeitraum ohne Konservierungsstoffe. Das heißt, sie sind, wenn man sie richtig lagert, viel länger als 12 Monate haltbar. 800 Gläser stellt die Manufaktur im Schnitt pro Tag her. Beim Großhersteller sind es 40.000. Ganz wichtig, das Chili muss noch einmal richtig kochen. Und zwar in den sogenannten Autoklaven. Eine Art Ofen für die Sterilisation. So ein Gerät haben beide Firmen. Damit werden alle Keime abgetötet. Der große Hersteller macht das bei 121 Grad für 45 Minuten. Der kleine für 1,5 Stunden bei 112 Grad. Aber wo ist der Unterschied? Wir haben uns eben für die niedrige Temperatur und die längere Haltezeit, Kochzeit entschieden, weil es einfach ein schonenderes Kochen ist als dieses schnelle Hochheizen und kurz halten und dann wieder runter. Beim Chili con Carne haben wir das gute Glück, dass wir es eigentlich nur vorkochen. Und der richtige Garprozess findet wirklich im Autoklaven statt. Sicher sind beide Sterilisationsverfahren. Doch die Industrie will so effektiv wie möglich arbeiten. Die kleine Manufaktur bevorzugt das schonende Kochen und erhofft sich einen intensiveren Geschmack. Und den wollen wir jetzt testen. Wie schmeckt das Tex-Mex Chili aus der Manufaktur? Und wie schmeckt die deutsche Variante aus der großen Fabrik? Dafür lassen wir 3 Tester antreten. Alle leidenschaftliche Chili con Carne-Fans. Was sofort auffällt, das erste aus der Manufaktur sieht wesentlich kompakter aus. Das zweite aus der Industrie eher flüssig, wie ein Gulasch. Und? Von der Konsistenz her ist das erste sehr massig, das zweite ist eher flüssiger, so würde ich es zu Hause eher auch kochen.
Geschmeckt hat mir das erste besser, auch wenn es vielleicht optisch nicht ganz so ansprechend für mich war, aber von der Würze und das Nahrhafte schmeckt doch, hat nochmal sehr viel besser geschmeckt. Also rein optisch hat mir das erste besser gefallen, einfach aus dem Grund, weil da die Fleischstückchen einfach etwas prägnanter sind. Geschmacklich hat mir das erste besser geschmeckt, einfach weil die Würze etwas besser herauskommt und das feine Fleisch mehr zur Geltung kommt. Also von der Konsistenz her gefällt mir der zweite Teller besser, weil es flüssiger ist, einfach so, wie man es kennt. Mir hat beides geschmeckt. Der erste Teller, da ist so ein bisschen der Fokus auf dem Fleisch gelegen und beim zweiten Teller lag der Fokus, finde ich, beim Essen eher auf dem Gemüse, was mir doch auch ziemlich gut gefallen hat. Fazit: Beide Chili con Carne können punkten. Die deutsche Variante aus der Fabrik fürs Aussehen, denn so kennen es die meisten. Beim Geschmack wollen die Tester Fleisch und Schärfe, typisch mexikanisch eben. Und damit kann das Chili con Carne in beiden Produktionen auf die Reise gehen. Die Manufaktur liefert ihr Essen vor allem deutschlandweit. Der Feinkosthersteller in über 20 Ländern.